So, hallo und herzlich willkommen in meinem Workshop Familienstellen für Pferde und Hunde. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid und ich werde auch gleich mal starten mit dem, was ich euch heute vorstellen möchte. Und zwar ist das Familienstellen, das heißt auch bei manchen Aufstellungsarbeit oder Familienaufstellung oder systemisches Familienstellen, ist aber alles das Gleiche. Es gibt zig Varianten mittlerweile davon. Von daher gibt es eben auch verschiedene Namen. Ja, also ich möchte als erstmal erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Das ist weit über 20 Jahre her. Da war ich mal in so einer Lebenskrise und habe mir Unterstützung geholt und da hieß es: Du musst unbedingt zum Familienstellen, das hilft. Ja, gut, mache ich. Und das war dann auch so. Und derjenige, der dieses Familienstellen gemacht hat, das ist ein Internist und Psychotherapeut, der mittlerweile auf 80 zugeht, aber damals als Internist schon ganz früh erkannt hat, dass er seinen Patienten nicht nachhaltig helfen kann. Und dann hatte er gemerkt, dass irgendwo die Gesundheit auch über die Seele erhalten wird oder beeinflusst wird. Und dann hat er eben diese Ausbildung zum Psychotherapeut gemacht und hat bei Bert Hellinger direkt die Ausbildung zum Aufstellungsleiter gemacht. Ist inzwischen auch anerkannt, da gibt es diesen Dachverband der Aufsteller, da hat er ist er anerkannter Ausbilder. So, und da bin ich dann das erste Mal gewesen, da war bei uns Familie. Es war irgendwie, mein ganzes Leben war eigentlich im Chaos. Und beim Aufstellen geht es darum, eine Ordnung wiederherzustellen. Und das war unglaublich. Nach 2 Monaten war, sagen wir so, die Hälfte der Baustellen hatte sich erledigt. Von alleine, ohne dass ich mit irgendwem reden musste, irgendwas klären musste. Gab einen Anlass in der Familie und von dem Tag an war Schwamm drüber, vergessen, alles gut. Habe ich gesagt, boah, das ist ja toll. Da gehe ich jetzt so oft hin, bis der Rest der Baustellen auch weg ist. Ja, und dann bin ich halt jedes Mal, wenn der hier in Paderborn war, kommt aus dem Allgäu, bin ich dahin, so alle 2 bis 3 Monate und habe dann eben ganz viele solcher Aufstellungen gemacht und habe mit der Zeit gemerkt, also man fängt quasi so an, dass man erstmal Mutter, Vater und engsten Familienkreis aufstellt und später kam es dann dazu, dass man so innere Instanzen aufstellt. So die innere Frau, die innere Mutter, der innere Vater und so weiter. Und so bin ich mit jeder Aufstellung immer so auch in tiefere Ebenen gekommen. Ja, und das hat halt eben entsprechende Wirkungen gehabt, was ich heute merke. Also es ist nicht so, man geht da raus und ist ein anderer Mensch. So ist das nicht. Aber was ich heute merke, wenn ich in Situationen komme, die mich früher belastet haben, wo ich vielleicht mal zurückgeschossen habe, verbal oder zickig geworden bin oder in mich gekehrt, nicht reagieren konnte, so blockiert war. Reagiere ich heute anders, auch aus dem Bauch heraus, spontan und denke dann hinter, Mensch, früher warst du so und so und heute kannst du da so cool mit umgehen. Das ist toll. Und das ist so die Wirkung, wenn man wirklich an die Wurzeln geht. Und das macht die Aufstellungsarbeit, wenn man sich tiefer darauf einlässt. Nicht heute bei unserem kleinen Mini-Programm wird das nicht passieren. Aber wenn man sich tief drauf einlässt, dann kommen schon auch Themen hoch, die im Verborgenen waren, die immer so wie so Leichen im Keller am Stinken sind und die kommen hoch, kommen ans Licht, werden gesehen und dann kommen sie in die Heilung. Und das ist eben das, was mich am Familienstellen so fasziniert. Ja, und weswegen ich es auch weitergeben möchte, weil es im Grunde genommen einfach ist. Es ist einfach, es kommt darauf an, wie viel man machen will. Ich habe natürlich bei so einem Profi sehr viel gelernt. Der hatte ganz viele Patienten aus seiner Klinik, wo er auch gearbeitet hat, die mit echt schweren Problemen kamen, mit schweren Krankheiten. Ich weiß, dass eine Frau dahin gekommen ist, die war selber Ärztin und hatte Krebs und ihre Kollegen haben sie austherapiert und sie hat gesagt, das ist hier meine letzte Hoffnung. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist, aber ich sage mal, auch in der Fachwelt wird erkannt, dass sich da noch was tun kann.
Ja, und auf unsere Tiere wirkt sich natürlich auch aus. Das wisst ihr wahrscheinlich alle selber, die eure Tiere, eure Pferde und Hunde euch spiegeln. Und wenn wir in unserem Inneren irgendwo an den Schaltern drehen, dann spiegelt unser Pferd, unser Hund uns das sofort, 1:1. Und deswegen nenne ich das Familienstellen für Pferde und Hunde, weil wir an uns arbeiten für unsere Tiere. Die meisten wollen gar nicht für sich selbst arbeiten, aber wenn es ans Tier geht und das Tier leidet und wir merken, ey, scheiße, wir haben irgendwie selber was damit zu tun, dann gehen wir ins Eingemachte, dann trauen wir uns das. Ne? Und letztendlich, wenn Tiere krank werden, man leidet mit, wie mit, wenn es unsere Kinder sind. Und da will man natürlich auch Veränderung bewirken, die nachhaltig ist und nicht immer wieder von vorne anfangen. Ja, wie funktioniert das Familienstellen? Also so wie ich es früher das erste Mal erlebt habe, da waren wir im Raum mit 20 Personen. Der Aufstellungsleiter hat dann gesagt, so hier, wer will anfangen? Stell mal deine Familie auf. Und dann durfte die Person sich einen raussuchen für die Mutter, also aus den anderen Teilnehmern, ne? Gingen die dahin. Möchtest du meine Mutter stellvertreten, Vater, Geschwister? So, und dann werden die an der Schulter genommen und man schiebt die durch den Raum und dann geht das schon los. Dann kommt man in so einen anderen Space und da merkt man, jetzt kommt irgendwo eine Führung her, das kommt nicht aus dem Verstand. Und das ist genau der springende Punkt, dieser Übergang von ich denke was und jetzt auf einmal spüre ich das. Und dann spürt man genau, hier steht er. Und dann nimmt man die nächste Person, stellt die dahin, ah, da steht die. Und dann stehen hinter ist so eine Konstellation. Und das sind ja alles fremde Menschen, die einen nicht kennen. Und so wie es ganz früher war, sagte dann der Therapeut so, jetzt spürt mal alle in euch rein. Dann hat er ihnen 2, 3 Minuten Zeit gelassen. Und dann sah man schon als Zuschauer, wie jeder Mensch sich irgendwie anders fühlte. Ne? Der eine fing an, unsicher zu werden, wollte in die Knie gehen. Der nächste fand das gut, war fröhlich oder guckte in irgendeine Richtung. Und dann hat er die alle befragt und die haben dann erzählt, wie es ihnen geht. Ne? Zum Beispiel, ja, ich möchte näher bei meiner Frau stehen oder ich möchte weiter weg von meiner Frau. Ne? Dann merkte man schon, ah, so richtig wohl fühlen die sich gar nicht, wie sie da stehen. Und das ist eben das Erste, was dann zu sehen war, war das innere Bild, was ich als Mensch habe. So wie ich es innerlich spüre, wie sie stehen und merke dann, hey, die Realität ist doch noch ein bisschen anders. Und dann sagt der Therapeut, so, jetzt dürft ihr euch alle bewegen und dann gibt es Bewegungen. Dann geht der eine hier, der andere da. Manche gehen raus, die wollen mit dem Rest gar nichts zu tun haben, manche wollen alles eng haben. Also das wird dann sehr, sehr individuell. Und am Ende kam dann so eine Aufstellung, wie fühlt sich das an, wenn das Familiensystem gesund ist, damit die betroffene Person einmal spürt, so ist das innere Bild von meinen Eltern und Geschwistern, wie es heil ist. Und da fließen oft schon Tränen, weil das kennen die viele gar nicht, wie es sich anfühlt, wenn es gut ist. Und das passt, und da ändert sich schon was in unserem Inneren. Und das ist immer so, dass die Eltern hinter einem stehen. Und wir stehen davor als Kind und dann dürfen wir Kind sein und spüren die Elternenergie. Und wenn wir unsere Tiere dann vor uns hätten, also ich habe das schon ein paar Mal gesehen in Aufstellungen, weiß, eine meiner ersten Aufstellungen, die ich so mit Menschen vor Ort gemacht habe, da hatte eine Frau 5 Katzen und die sind über Tische und Bänke gegangen. Und wurde sofort klar, die Frau, der fehlt das Rückgrat. Die hat kein Rückgrat. Und dann habe ich die Eltern hinter sie gestellt und am Ende habe ich sie noch auf den Stuhl gestellt. Und auf einmal, da merkt man diese Stellvertreter für die Katzen, wie die, oh, als wenn die so, ja, was darf ich als nächstes für dich tun? So, ne? Ohne dass sie mit den Katzen irgendeine Technik veranstaltet hat oder irgendwas geändert hat. Einfach nur diese innere Haltung, diese Aufrichtung, dieses Rückgrat und schon hat man die Tiere bei sich, ne? Und unsere Tiere sind Herdentiere oder Rudeltiere. Und wer souverän ist und Rückgrat hat, dem folgen sie. Und da muss man keine Techniken und ich
finde Klickertraining ganz toll, aber ich brauche es nicht, wenn ein Pferd mir folgen soll. Ne? Oder andere Sachen, die wir uns wünschen. Ja, genau. Das Ganze hat sich weiterentwickelt im Laufe der Jahrzehnte. Und der Bert Hellinger, der hat hinterher so ein klassisches, geistiges Familienstellen gemacht. Und sowas Ähnliches machen wir gleich auch. Da hat er nur noch zwei Menschen gegenübergestellt und die mussten spüren. Ne? So wie ich es eben beschrieben habe, so mit ganz vielen Personen, nur noch zwei, die einfach nur spüren sollten. Und wenn man so entspannt ist und wir machen gleich noch so ein bisschen Atemtechnik, dann ist gut, wenn wir auch alle Aktivitäten sein lassen, dass wir wirklich richtig runterkommen. Und dann kommen wir ins Spüren und da merkt ihr, irgendwas ändert sich gerade in meiner Wahrnehmung. Ich werde weiter. Ne? Ich nehme mehr wahr und ich werde feiner in der Wahrnehmung. Und in dieser Haltung, wenn wir dann auf so eine Position gehen, dann sind wir voll drin, bei dem, wo wir Stellvertreter sind. Und dann fangen wir auf einmal an, vielleicht eine Geste zu machen, die wir selber nie machen. Und diese Geste, das ist dann genau das, was die Person oder auch das Tier auch macht. Manche Tiere haben bestimmtes Verhalten. Und das spüren wir an der Stelle und machen das zum Beispiel hin und her laufen oder so. Weiß noch das erste Mal, wo Pferde in der Aufstellung waren, denen ging es total gut. Das waren drei Pferde, die hatten 3000 Hektar mit Wald und richtig Natur. Also eigentlich war da nichts auszusetzen. Aber einer von den Stellvertretern, das war auch ein Mann, der lief immer auf und ab vor der Tür, hin und her. Was ist mit dem denn los? Ja, sagt die Besitzerin von den Pferden, ja, einer von meinen Pferden, der will immer raus, obwohl der hier alles hat, aber der läuft immer am Tor auf und ab. Na, sowas zum Beispiel. Ja, und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn man dann so jemanden was fragt, dass das, was dann als Antwort kommt, auch ziemlich viel mit dem Pferd zu tun hat. Ne? Und wenn man das dann so oft erlebt hat wie ich, dann hat man das so integriert, dass das so ganz selbstverständlich ist. Genau. Und deswegen haben wir nachher auch noch Fragen und Antworten, weil was für mich so, oder Katrin kennt das ja auch inzwischen schon lange, was für mich jetzt so flüssig ist, da habt ihr sicher noch Fragen. Und deswegen ist total wichtig, dass ihr, wenn ihr jetzt Fragen habt, notiert euch das ruhig, dass wir hinterher drüber sprechen können. Ja. So, ich mache es so, wie ich es mache, weil ich selber es weiterentwickelt habe für mich. Ne? Und zwar, wie ich es mache, jetzt online, durch die ganzen letzten 3 Jahre durften wir alle sehr kreativ werden. Ich konnte es mir früher gar nicht vorstellen, dass man es online macht. Am Telefon hatte ich schon mal Aufstellungsarbeit gemacht, das hat auch gut funktioniert. Aber immer mit einer einzelnen Person, aber in einer Gruppe tatsächlich, ja, man wird kreativ. Und was ich dann dazu immer habe, das ist hier so ein Block mit Zetteln. Das ist am einfachsten, ist total wichtig, dass da gar nichts draufsteht, also keine Werbung oder so. Genau. Und dann beschrifte ich die. Und das sind dann eben die Stellvertreter. Wir beschreiben Zettel, das könnt ihr gleich machen. Ein Zettel mit eurem Namen drauf und einen mit dem Tier, mit dem ihr gleich so eine Gegenüberstellung machen wollt. Genau. Und jetzt kommt der Trick, mit dem wir unseren Verstand austricksen. Deswegen habe ich geschrieben, habt einen Bleistift, weil Kuli schimmert durch und da wird man neugierig und schielt dann vielleicht doch mal drauf. Mit Bleistift dünn draufschreiben, sodass es nicht durchdrückt, dass ihr auf gar keinen Fall sehen könnt, was ihr draufgeschrieben habt. Genau, ach, ich mache das auch. So. Und der Clou ist jetzt, die Schrift kommt nach unten und ihr vermischt die beiden Zettel, sodass ihr hinterher nicht mehr wisst, also na, so mischen, sodass wir hinterher nicht mehr wissen, welcher Zettel was ist. Gut, wenn ihr das habt, dann dürft ihr den auf den Boden legen. Abstand so, sag mal, mindestens 1 Meter, wenn ihr genug Platz habt, auch ein bisschen mehr.
legt einen auf die eine Seite, den anderen auf die andere Seite. Und dann stellt ihr euch, wartet eben, ich erzähle es kurz zu Ende, weil dann mache ich auch meinen Lautsprecher aus, dass ich euch auch nicht stören kann. Da brauchen wir jetzt ein bisschen Zeit. Wir machen noch mal so ein bisschen Atemübung. Ich erkläre es erst, dann machen wir eine kleine Atemübung und dann starten wir. Also ihr habt die jetzt auf dem Boden liegen. Dann stellt ihr euch auf einen von den beiden Zetteln. Könnt die Augen aufmachen oder zumachen, was euch gerade kommt, ne, was ihr spürt, und atmet einfach nur. Einfach stehen und atmen. Und dann merkt ihr, mit der Zeit kommt irgendwas. Gedanken oder so ein Satz schießt euch durch den Kopf und die schreibt ihr auf. Ihr könnt erstmal eine Weile stehen und warten und mal sammeln, was so kommt. Und wenn ihr genug habt, dann schreibt ihr das auf. Und stellt euch nochmal drauf. Und dann könnt ihr gucken, als nächstes, so jetzt steht da ja ein Gegenüber. Und dann geht die Aufmerksamkeit auf das Gegenüber. Und dann könnt ihr mal gucken, wie fühlt ihr euch mit dem Gegenüber, das da steht. Wie möchtet ihr näher ran, weiter weg? Genau, und lasst euch Zeit dafür. Ne? Wir brauchen ja nichts leisten, sondern einfach mal ausprobieren. Genau, und wenn ihr das auch habt, wenn ihr, ja, ich möchte näher ran oder ach, ich weiß nicht oder ich bin unsicher oder ich habe den lieb oder was weiß ich, schreibt ihr alles auf und dann geht ihr auf den anderen Zettel und macht das Gleiche nochmal. Also auch erstmal sich selbst fühlen, wie geht es mir eigentlich und dann, wie geht es mir mit dem anderen. Ne? Ich stelle meine Uhr mal auf 5 Minuten und dann schalte ich mich jetzt auf stumm, 5 Minuten und dann hören wir uns gleich wieder. Okay?
Wenn ihr langsam soweit seid, sehe ich, manche schreiben noch. So, dann wer gleich mag, kann seinen Lautsprecher mal anmachen und erzählen, wie es war. Dann würde ich gerne anfangen, ja, gerne. Wenn sich sonst keiner meldet. Also auf dem ersten Zettel habe ich bemerkt, dass ich so einen Linksdrall bekomme. Also immer so hin und her gezogen. Und es waren keinerlei Emotionen da. Und auf dem zweiten Zettel, wo ich stand, da war so eine Großmütigkeit, ein Lächeln habe ich ins Gesicht bekommen. Ich musste meine Hände auf die Brust legen und ich hatte dann einen relativ guten Stand. Und hast du schon drunter geguckt? Nein. Nein. Also ihr dürft drunter gucken. Okay. Geheimnis lüften. Okay. Ah ja. Also den Linksdrall, den hatte ich bei dem Pferd. Und bei meinem Namen hatte ich eben dieses Lächeln im Gesicht und den relativ guten Stand. Ja. Und hat dein Pferd, wenn du daran jetzt denkst, hat das auch so einen Linkstrall irgendwie? Immer einen Schiefer haben sie ja sowieso, aber ist da irgendwas Auffälliges? Es, also es ist nicht mein eigenes Pferd, das ist, also ich bin Reitbeteiligung. Ja. Und das Pferd hat vorne mit den Beinen Probleme. Und ja, es tut sich links schwer. Ja. Ja, guck mal. Und jetzt hatten wir noch geguckt, wie guckt der eine auf den anderen? So du, wie du auf das Pferd geguckt hast, das hast du ja eben schon sehr schön geschrieben. Und du hattest gesagt, das Pferd auf dich, wenn du da nochmal dich erinnerst. Also es war immer so ein Hin und Her. Also ja. Es war mal kurz, ja. Also ich habe mich immer so wie ein Baum gefühlt, immer so hin und her gezogen. Ja, gut, wenn wir da jetzt weitergehen würden in einer etwas umfangreicheren Aufstellung, dann würden wir, so wie du sagtest, die Vorhand hat das Probleme, dann würden wir dem mal nachgehen. Ne? Dann würden wir noch dazu stellen, vielleicht ja das Problem, was da ist, wenn man es benennen kann. Ansonsten bleibt man auch ganz auf einer ganz neutralen Ebene und schreibt einfach, was weiß ich, Vorhand auf. Und geht dem nach und guckt mal, was dann kommt. Und das ist dann, da wird Aufstellungsarbeit extrem individuell. Da gibt es keinen, mach dies, mach das, sondern das ist halt, wenn man jetzt länger in dieser Energie bleibt, also es ist nichts Spirituelles von Energie, sondern wir sind dann einfach weiter in unserer Wahrnehmung, dann kommen Impulse und denen gehen wir dann nach. Und das, da gibt es eben nicht so und so und so macht man das, sondern. Das kommt einfach. Ja. Ja, war interessant. Ja. Super, danke. Ja, guck mal, du hast das schon mal jetzt die Erfahrung gemacht, wie das ist und es funktioniert auch. Super, klasse. Dankeschön. Ja, danke dir. Würde ich mich tatsächlich als nächstes trauen? Ja, gerne. Also mir war es auch total krass. Also ich habe auf der ersten Position, habe ich mich groß und aufrecht gestellt. Also ich habe auch ganz stark den Drang gehabt, die Hände an die Seite und habe mich halt irgendwie so als Beschützer gesehen und hatte auch eher so die Tendenz, auf mein Gegenüber zuzugehen. Und dann habe ich mich auf die andere Seite gestellt und da war, ich bin links wirklich zusammengefallen und habe auch so ein Stechen
im Lendenbereich. Genau. Also ich habe richtig gemerkt, wie mein Körper links runtergesackt ist. Und zu dem Gegenüber hatte ich so eine Beobachtung. Also kein, ich näher, aber so wirklich so ein Beobachten. Also nicht, dass ich mich weiter entfernen wollte, aber einfach die Distanz so war perfekt. Aber sowas Beobachtendes. Und dann war ich halt wirklich extrem neugierig. Ich habe dann auf die Zettel geguckt und dieses links zusammenfahren, dieses Distanz fahren und beobachten war tatsächlich mein Pferd, den ich auch noch nicht so lange habe. Es passt tatsächlich ganz gut. Der halt auch ein sehr bewegtes Leben hat. Und halt auch Probleme mit der linken Hinterhand hat, also auch Blockaden tatsächlich. Ja. Der Osteopath hat mir auch vor 4 Wochen war es auch bestätigt, dass er halt, also er ist links auch ein bisschen vorbiegig und hat halt auch auf der rechten Hand massive Probleme, weil die linke Hand halt einfach nicht mitkommt. Ne? Also er hat halt einfach Probleme mit dem Raumgriff. Ja. Versucht sich halt rechts so zu stützen, ist dann halt rechts wahnsinnig fest, weil links ihn halt nicht hält. Und das Gefühl hatte, also ich hatte richtig das Gefühl, als würde mir einer das Bein unterm Körper so weg, also ich bin wirklich auf die linke Seite vorne gefallen. Das Ja. war ganz spooky. Ja, also ja. Weil ich wirklich so dieses Ziehen durch seinen ganzen Körper und wirklich gemerkt habe, dass ich links gar keine Kraft habe vorne, also nicht hinten. Ja. Aber ich bin wirklich vorne so runtergeknickt. Ich bin dann extra bewusst nochmal auf die andere Seite gegangen, um zu gucken und bin halt direkt, hab mich wieder aufgerichtet. Also es war rein Körper, also nicht emotional, also es war wirklich so dieses Körperliche, so dieses Link, was er halt auch wirklich hatte. Also ich habe mich wirklich wie er gefühlt, so dieses, ich komme links halt aus der Schulter nicht raus, ich muss das rechts alles irgendwie halten und ich habe mir viel Kraft. Das war ganz krass. Ja, spannend. Ja, guck mal, du hattest noch nie vorher Aufstellungsarbeit gemacht? Nee, gar nicht. Ich kenne es von meiner Tante, also vor vielen Jahren, die hat es gemacht, auch aufgrund einer Familienproblematik. Ja. Und die war ganz lange halt in Therapie und hatte auch ne, also Beziehungsprobleme und die hat halt mir das erstmal von dieser Aufstellung erklärt, das ist aber schon über 10 Jahre her. Und habe danach auch nie wieder was davon gehört und jetzt habe ich halt durch dich halt, dass man das halt auch auf Tiere anwenden kann. Und da fand ich, kam mir das halt wieder so in. Und ich habe das halt auch bei einer Freundin schon erlebt, dass Tiere halt ganz krass die Gebrechen von ihren Besitzern kompensieren. Und meine Freundin hatte damals schon seit frühester Kindheit Diabetes. Und ihre Stute, an der sie halt sehr gehangen hat, hat halt tatsächlich auch nachher Probleme mit der Bauchspeicheldrüse. Ja. Und das war, also Parallelen, ne? Ich gedacht habe so, wow. Ja. Und deswegen finde ich das halt auch wahnsinnig spannend. Und ich fand es wirklich krass, dass dieses Körperliche sich so bemerkbar macht. Ja. Und das, und diese Verbindung Mensch-Tier. Ich hatte jetzt vor kurzem eine Aufstellung so einzeln. Da hatte die Frau, die hatte von ihrer Freundin das Pferd gekauft vor 2 Jahren. Und diese Freundin, die ist verstorben, ist alles sehr frisch noch, will da auch nicht so viel erzählen, an Krebs. Und das Pferd hatte oder hat jetzt chronische Bronchitis. Und da habe ich, da, und das ist das, jetzt kriege ich richtig Gänsehaut, das ist das, wo dann dieser Impuls kommt. An welchem Organ ist der Krebs gewesen? Ja, es war die Lunge. Ne? Und da sieht man die Verbindung. Ne? Da kriegt man Gänsehaut. Ja. Allein vom Zuhören schon. Und das sind, wo ich immer sage, das sind. Jede Aufstellung ist ein Wunder für sich. Katrin, magst du mal ein bisschen erzählen? Katrin, wir haben ja 2 Katrins heute, ne? Genau. Katrin, dir. Ja, von der Aufstellung oder allgemein? Ach so, was du gerade für einen Impuls hast, was du erzählen möchtest. Ja, ich würde da ganz gleich auch noch was erzählen, was Spannendes. Gerne, ja. Genau. Ich sage nur schon mal Bescheid. Ja, genau. Also ich kann aus der Erfahrung jetzt seit 1,5 Jahren vielleicht berichten. Ich bin seit 1,5 Jahren mit Maria unterwegs und habe auch viele Jahre mich nicht getraut. Also es ist, war schon immer so die Idee, ja, das könnte was für dich sein. Aber so richtig rangetraut habe ich mich nicht. Ich habe auch immer gedacht, ach, das ist ja wie Spinnerei und so. Und irgendwann war ich aber an dem Punkt, da gab es so einen Oster-Workshop
da habe ich mich dann angemeldet und mitgemacht und seitdem sehen wir uns regelmäßig. Ja, genau. Genau, und es hat, ja, ich könnte ganz viel erzählen, aber die Kurzform ist, es hat wirklich ganz viel verändert. Vor allen Dingen hat es meine Sicht verändert und ganz entscheidend die Haltung, mit der ich jetzt so Dinge einfach angucke und damit umgehe. Und es hat für mein Pferd unglaublich viel an Gesundheit gebracht. Der hatte eine ganz schwere Magenproblematik, Magengeschwüre und war eigentlich ganz, ganz kurz davor, dass ich ihn einschläfern lassen wollte, weil er sich wirklich gequält hat. Und inzwischen geht es ihm gut. Hat immer noch mal das ein oder andere Zipperlein, jetzt auch gerade aktuell. Aber so unterm Strich kann ich sagen, es ist einfach unglaublich erhellend, was man so über sein Tier erfährt. Und auch die Beziehung zu dem Tier verändert sich einfach total. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich morgens hinfahre, dass er sagt, was war denn das gestern Abend? Also ich bin halt gedanklich mit ihm häufig im Gespräch und habe dann morgens das Gefühl, er spricht mich nochmal drauf an. Also das ist, ja, das hört sich jetzt so ein bisschen spinnert an, aber das ist tatsächlich so. Okay, das so allgemein. Ganz kurz zu der Aufstellung eben. Ja, im Grunde trifft es auch genau unsere Situation gerade. Also meinem Pferd geht es, glaube ich, ganz gut momentan. Als ich bei ihm gestanden habe, habe ich mich auch ganz stark und stabil gefühlt, mit beiden Füßen fest auf der Erde und aufgerichtet. Und hatte den Blick zu dem anderen Zettel, also zu mir, was ich aber da ja noch nicht wusste. Hatte das Gefühl, ach, ich möchte ein bisschen dichter ran, ich möchte mich anlehnen. So ein warmes Gefühl. Bin dann auch, habe den Zettel dann so einen Meter verrückt. Und konnte dann wirklich so durchatmen, so richtig tief durchatmen, was schon was Besonderes ist, denn mein Pferd hat seit einigen Wochen eine ziemliche Atemwegsproblematik gehabt, die aber gerade besser wird. Also dieses Durchatmen war schon so ein deutliches Zeichen dafür, da bewegt sich gerade was. Auf der anderen Seite, also auf meiner Karte, fühlte ich mich viel, viel unsicherer, wackeliger, bin nach vorne gefallen in Richtung zum Pferd, wollte da unbedingt ganz dicht dran, bin dann auch noch ein Stück dichter gegangen und habe so gemerkt, ah, das tut mir total gut, dass der da ist. Oder ich wusste nicht, dass er es ist. Also es tut mir gut, da jetzt so dicht dran zu sein. Und das ist tatsächlich auch gerade so, dieses Pferd ist gerade so mein Fels in der Brandung. Vieles andere ist so ein bisschen unsicher und in Veränderung. Und das Pferd ist tatsächlich gerade groß und dick und warm und so. Und je dichter ich da dran gehe, also ich hatte dann richtig so ein bisschen so ein Kloß im Hals. So. Na du, ja, kann ich gar nicht so beschreiben. Also es ist schon ein wichtiges Lebewesen gerade für mich. Genau, dann habe ich die Karten umgedreht und ja, also es passt. Mhm. Super. Ja, schön. Ja, Katrin, vielen lieben Dank. Ja, Vanessa, dann erzähl du mal. Also ich fand das erstmal spannend, dass ich wirklich nicht wusste, wer da jetzt unter dem Zettel steht. Und ganz intuitiv habe ich dann gesagt so, das ist er. Und habe mich dann auf den Zettel gestellt, wo ich dachte, da steht jetzt sein Name drauf.
Ach so, es geht um mein Pferd, Entschuldigung. Das ist eins von meinen beiden Pferden. Das ist ein Traber, den ich seit 4 Jahren habe. Habe ich von der Rennbahn geholt und er war ziemlich über die Uhr gedreht und wir sind aber so, wir spiegeln uns so extrem. Ich mich also auf diesen Zettel gestellt und merkte nur, wie mir richtig die Füße in den Boden gezogen wurden, als wenn ich mich nicht mehr bewegen kann. Ich habe sofort habe ich auch aufgeschrieben, ich fühle mich so klein. Ich war plötzlich völlig fest und guckte dann immer auf diesen anderen Zettel und hatte das Gefühl, ich guck immer hin und denke so, wow, wow, so. Und dann, ich habe jetzt 2, 3 Notizen dann dazu gemacht. Dann habe ich mich auf das andere gestellt und denke plötzlich so, hey, wow, ich wurde so total. Ja, mir kam also nur ein einziger Satz in den Kopf. Young and wild and free. So, und ich dachte dann so, das ist jetzt, ja, also ich habe es genau umgedreht. So. Und dann habe ich noch so gedacht, wie ist sein Blick auf die andere Seite? Fand ich sehr spannend, weil er mich immer mit meinem früheren Traber gesehen hat. Die sind so ganz nahtlos vor 4 Jahren so, ne, so. Und sein Blick war liebevoll, war stolz. Er war so stolz irgendwie, dass er das jetzt so dazugehört. Aber erst an ihm war nichts irgendwie, was klein oder verhuscht war oder so. Ja, und dann habe ich es halt umgedreht und habe ich gesagt, das ist krass, weil im Moment, wir haben vor 4 Monaten den Stall gewechselt, sagt mir am Stall immer jeder, der fühlt sich wirklich auf wie so ein französischer Pariser Gangster-Hooligan da. So. Und er ist eigentlich total charmant und nett so mit den Menschen, aber da passte halt dieser Satz, ne? Young and wild and free. Ja. Also das passte wirklich. Und mich hat natürlich sehr berührt, wie ich mich eigentlich selber wahrgenommen habe. Mhm. Und es ist tatsächlich, ich bin jetzt Mitte 50 und er ist natürlich vom Typ her, er ist todbrav, aber er ist natürlich sehr sportlich auch zu reiten. Und ich merke immer so meine körperlichen Kümmernisse, von denen ich eine ganze Reihe habe und ich sitze schon seit 50 Jahren, also wirklich, weil ich sitze dieses Jahr 50 Jahre auf dem Pferd, jetzt seit 30 Jahren noch eigene Pferde irgendwie, aber ich merke es mit jedem Jahr mehr, ne? Das ist so, wow, und ich kämpfe immer dagegen an und fühle mich dann doch manchmal so kraftlos einfach und das für mich Auffälligste daran war jetzt eigentlich, dass ich im allerersten Impuls dachte, ich würde mit ihm anfangen. Und ich höre eigentlich immer auf mein Gefühl. Mhm. Aber jetzt ist mir echt klar, da wir uns ja total spiegeln. Mhm. So. Also fand ich jetzt wirklich auch sehr spannend, weil ich bisher in meiner sonst beruflichen Arbeit das nicht blind mache. Also ne, so eine Blindverkostung, ne? Sondern ich stelle halt mit Menschen, aber dann eben auch bewusst auch, ne, der ist der und also so wie du, Maria, das vorhin auch beschrieben. Ja. Also war jetzt für mich völlig Neuland und sehr aufschlussreich. Ja, schön, toll. Also ich kann dir, mir fällt dazu was ein von einer Frau, die, da war ich doch so in den Anfängen mit Tierkommunikation, die sagte, du, mein Hund zieht so an der Leine, ich habe einen Bandscheibenvorfall, mach mal mit dem eine Tierkommunikation und sag ihm mal, die soll, eine Hündin war das, die soll das lassen. Oh, und da habe ich gesagt, ja, das weiß ich jetzt auch nicht, ob das die Tierkommunikation hergibt, ganz ehrlich. Nein, das klappt schon, mach du mal. Und es war so. Und die wohnte damals tatsächlich nur 10 Kilometer von mir entfernt. Und sie hat dann sehr, sehr glaubwürdig berichtet, dass der Hund nicht mehr an der Leine zieht. Das war ein Labrador aus der Arbeitslinie, aus dem Tierschutz, also keine Erziehung. Und ich habe gesagt, das muss ich sehen. Bin da hingegangen, ich konnte sehen, der Hund ging vor. Als der Druck auf der Leine war, kam sie wieder zurück. Und das ohne Training, über Nacht. Ihr Mann und ihr Sohn haben... Am nächsten Morgen sind die mit dem Hund los und haben gesagt, was hast du denn mit dem Hund gemacht? Hast du irgendwas trainiert? Also da war, aber ich selber, boah, krass, ja. Aber ich habe dann gedacht, ja, wie machst du denn jetzt so eine Tierkommunikation? Und ich habe mal irgendwann GFK, gewaltfreie Kommunikation gelernt, habe ich gedacht, gut, dann mach das mal, erklär ihm mal ganz liebevoll, wie vorteilhaft es wäre, wenn sie damit aufhört. Das hat funktioniert, also da bin ich selber auch mehr so ein Zuschauer von dem gewesen, was da abging. Von daher vertraut dieser höheren Ebene. Und vielleicht kannst du das deinem Pferd auch mal erklären, dass du langsam nicht ganz so fit bist. Vielleicht
ob es einen Gang runterschalten könnte. Vielleicht funktioniert es. Also wenn wir in dem Vertrauen sind, dann klappt das auch. Ne? Ja, tatsächlich habe ich, als er kam, ja natürlich mich sehr, sehr intensiv um ihn gekümmert, um ihm alles zu zeigen. Er kannte ja nichts außer Rennbahn. War für mich alles okay. Ich habe ja bewusst einen Traber von der Bahn wieder gekauft. Mhm. Und irgendwann war er eine Weile, das ist schon 2 Jahre her, aber plötzlich, er ist überhaupt nicht schreckhaft, so draußen, also Umwelteinfluss ist alle egal. Und plötzlich wurde er so, ach, er war immer so, was ist denn hier los? Und dann habe ich ihn befragt und dann hat er nur gesagt, ich trage so schwer an der Verantwortung für dich. Und da habe ich gesagt, ich habe doch Verantwortung für dich. Und da habe ich das erste Mal kapiert, dass wir nach 2 gemeinsamen Jahren das längst gedreht hatten, ja. Ne? Die Rollen. Ne? Also das ist wirklich spannend auch, ne? Ja. Wie die auch ihre Rolle dann so, ja. so verändert auch wahrnehmen mit der Zeit. Und bis wir das schnallen, haben die schon 5 andere Jobs irgendwie erledigt. Ja, ja, genau. Ja, super. Also möchte noch jemand von seinem Erlebnis erzählen? Ja, danke dir, Vanessa. Ja, also ich möchte sagen, dass ich auch die Blätter verwechselt habe. Also ich habe gehabt, ich stehe auf meinem Blatt, es war aber das Pferdeblatt. Das haben wir, Katrin, das haben wir öfter schon erlebt, ne? Dass du immer dachtest, ja, das ist das Tier auf jeden Fall. Und dann war es genau umgekehrt. Also dieser Spiegel, den uns das auch zeigt. Ne? Wenn wir noch so denken, ja, ich bin noch gut drauf, aber eigentlich brauchen wir auch mal Anlehnung und auch mal an unser Pferd oder Hund. Ja, danke. Noch jemand? Ich möchte noch was fragen. Er hat so ein bisschen Probleme. Er hat zum Beispiel jetzt 2-mal gezittert beim Fressen. Der vordere Fuß, wenn er sich so unterbeugt, zittert so. Ja? Mhm. Und weiß keiner, was es ist. Ja? Und jetzt haben wir gedacht, kann man das irgendwie rausfinden? Oder manchmal deutlicher? Das ist dann ein bisschen umfangreicher. Du kannst damit anfangen, wenn du jetzt einfach einen Zettel nimmst und das Zittern auf den Zettel schreibst. Und dann nimmst du alle 3 Zettel und drehst sie nach unten und machst das Gleiche nochmal. Da kommst du schon in eine Spur. Und du kannst mal, wenn du dann das umgedreht hast und weißt, was wo drauf steht, auf dem Zittern, wenn du dich da drauf stellst, mal lauschen, warum bist du da? Und, okay. Und dann kommt irgendwas. Aber ich sag mal, das sind so Sachen, das sind dann komplexere Themen. Das machen wir in Übungsabenden. Da geht es dann um einzelne Themen genauer. Ich habe gleich noch eine Überraschung für euch. Ihr kriegt noch eine Einladung von mir. Ja, das erzähle ich dann gleich, wenn wir beginnen. Gucken jetzt einmal, möchte noch jemand erzählen? Wenn nicht, dann können wir jetzt zu den Fragen übergehen und mal hören, was für Fragen euch so gekommen sind bei der Arbeit. Ja, was war das Ziel dieser Übung? Dass ihr selber reinfühlt und erkennt, dass ihr das könnt. Nee, ich habe mich aufs falsche Blatt gestellt. Also ich habe die Blätter verwechselt und habe aber dann Sachen bei mir aufgeschrieben, die ein Pferd nicht aufschreiben würde. Zum Beispiel? Da war viel Arbeit und viel Computerarbeit, das würde ein Pferd nicht schreiben. Vielleicht sieht es, spürt, sehen ja nicht, aber spürt es das bei dir? Ja, ob das nicht von mir der Kopf war, dass ich mich zu sehr, ich war überzeugt, die steht auf meinem Blatt, ja. Dass ich zu viel
nachgedacht habe, also Gedanken zugelassen habe. Ja, klar, das passiert natürlich. Bist du denn noch am Stall oder bist du jetzt ganz... Ja, ich bin im Auto am Stall, weil sonst beim Fahren geht nichts. Nee. Also da würde ich dir empfehlen, wenn du zu Hause bist und wirklich ganz zur Ruhe kommst, dass du das dann nochmal machst. Weil, also ich kann es nicht draußen. Ich muss auch alle Fenster und Türen zu haben. Ich werde dann sehr schnell abgelenkt und dann gehe ich sofort in den Kopf. Dann lasse ich das auch, wenn ich merke, dass es nicht geht. Es war es ja noch. Ja, also das würde ich dir dann empfehlen. Und dann nimm gleich dieses Zittern mit dazu und hör mal in dich rein, ob du Antworten kriegst. Wir hatten, ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau, aber man kann solche Symptome, die haben immer einen Auftrag. Ne, die sind nicht umsonst da, die haben eine Aussage für uns und wenn wir dem nachgehen, dann sind sie nicht mehr wichtig und verschwinden manchmal. Natürlich nicht immer. Und ich sage mal, es gibt immer bei jeder Krankheit ein Point of No Return, da hilft keine Aufstellung und nichts mehr. Also das will ich jetzt auch nicht zu schön malen. Wir können intervenieren, wenn wir frühzeitig auf was kommen. Deswegen ist auch ein Grund, warum ich das gerne weitergebe, weil man kann, wenn was sehr früh ist, das habe ich auch von meinem Ausbilder gelernt, wenn es in einem frühen Stadium ist, dann können wir schon was verändern, aber es gibt einen Punkt, da hilft das dann alles nicht mehr. Mhm. Ja. Vanessa, möchtest du was dazu sagen? Oder ist das so aufzeigend? Gut, okay. Ja, also fragt mich, was ihr wissen möchtet. Mich würde nochmal interessieren, mit wie vielen, was ist Zetteln oder Positionen man maximal arbeiten sollte auf diese Art und Weise. Also mir geht es speziell eigentlich um Verhältnisse, weil es gibt ja noch ein Pferd und das gehört eigentlich meinem Mann und wir haben Reitbeteiligung da läuft nicht immer alles rund. Ja, also da gibt es einen Aufstellerwitz zu. Da sagt der Aufstellungsleiter zu der betroffenen Person, stell mal alle auf, mit denen du Probleme hast. Und dann hat er sich im Raum umgeguckt und oder so viele Leute sind hier gar nicht. Also ich will damit sagen, dass wenn ich sowas habe, wo es so viele Komponenten gibt, dann fange ich immer ganz einfach an. Mhm. Ganz einfach. In dem Fall würde ich einfach das Umfeld vom Pferd als eine Komponente aufschreiben und damit anfangen. Und dann merkst du, welche wichtig sind. Mhm. Als Alternative kannst du natürlich auch, da gibt es keinen so geht's und so geht's nicht. Du kannst auch die ganze Palette einmal aufschreiben, dann nimmst du dein Pferd in die Hand und dann gehst du zu jeder einzelnen Position hin und fühlst, du bist ja dann dein Pferd quasi und guckst mal, geht's gut, geht nicht und dann sortierst du aus und hinterher bleibt es bei wenigen hängen und da würde ich mich dann drauf konzentrieren, auch wenn es andere gibt, wo es auch nicht so toll war, aber ich würde dann wirklich erstmal den Kern rausfischen, wo das Hauptthema ist und dann kann es sein, wenn man im System, ne, wie beim Schweizer Uhrwerk, wenn man da irgendwo dran dreht, dann wirkt sich das auf den ganzen Rest auch aus. Mhm. So kann man es auch machen. Ja. Ja, danke. Gerne. Ich habe noch eine Frage. Ja, gerne. Du hattest vorhin was erzählt, dass dann innerhalb so einer Aufstellung jemand eben auf ein Podest oder auf einen Stuhl gestellt wurde. Da ging es um die Katzen, glaube ich. Ja, genau. Mhm. Würdest du sowas immer eher in einem nicht gesprochenen Arrangement dann auch bearbeiten, wenn es also ein persönliches Problem zum Beispiel zwischen, also jetzt mal ganz konkret, zwischen meiner Reitbeteiligung und meinem Pferd so gibt. Also ich bin dann auch so ein bisschen ratlos, wie man sich dem vielleicht Problem, ob ich nicht mal weiß, ob es ein Problem gibt, dann aber näher, damit sich auch was verändert zwischen den beiden. Ne?
In dem Fall, wir haben schon viel gute Erfahrung damit. Also da braucht es ja keinen Stuhl, weil dass die Reitbeteiligung sich jetzt auf den Stuhl stellt, das würde ich fast dem Pferd gegenüber übergriffig finden. Aber gut, Augenhöhe ist immer Geschmackssache. Solange wie es gut läuft, ja, aber im Zweifelsfall, das ist so meine Einstellung, dann habe ich 51% der Entscheidungsgewalt, ne? Und möchte dann die Entscheidungen treffen, die ich für die sicher die besten halte in der Situation. Aber was man dazu machen kann, dass du die zwei hinlegst als Zettel, also ich nehme an, dass du das für dich machst. Oder Ja. beziehst du sie mit ein? Nein. Ich machst du für dich. Und dann stellst du, dann machst du einen Zettel und schreibst drauf die Lösung. Für was auch immer, das müssen wir nicht wissen. Das muss unser Verstand nicht genauer ausformulieren, was es sein könnte. Ist egal. Okay. Einfach, das ist eine Einladung, dass eine Lösung sich zeigt. Und dann gehst du vielleicht am nächsten Tag los und dann sagt deine Reitbeteiligung, du, ich habe gar keine Zeit mehr, aber ich habe eine Freundin und die passt dann vielleicht so. Ne? Ja, genau. Die kleinen Wunder haben wir immer mal erlebt. Einfach lad die Lösung ein auf dieser höheren Bewusstseinsebene und warte ab. Und dann Super, kannst du ja. immer noch weitergehen, wenn das jetzt noch nicht in deinem Zeitfenster, was du dir wünschst, was passiert, kannst du noch andere Schritte machen. Also man kann immer auch was einladen. Also das Wort einladen dreimal unterstrichen, weil wir können nichts manipulieren. Das geht nicht. Man kann lange an was rumschrauben. Ich habe auch schon Aufstellungen erlebt, die dann so 1,5 bis 2 Stunden dauern. Da wurde noch ein Engel und noch ein Heiligtum dahingestellt, bis irgendwas mal am Ende so war, wie der Mensch es sich gewünscht hat. Nur meine Haltung zur Einstellung ist, zur Aufstellungsarbeit ist, wir arbeiten für das große Ganze. Das heißt, mein persönlicher Wunsch ist untergeordnet unter dem, was für das Gesamte wichtig ist und heilsam ist. Na, und deswegen können wir was einladen und es beobachten und hinterher sagen, ja, ist zwar nicht das, was ich mir gewünscht habe, aber es ist besser als vorher, ohne zu wissen, warum es wirklich die beste Lösung war. Dass so dieses Vertrauen, dass wir auch irgendwo, wenn wir in diesem Modus sind, wie wir eben bei dem Einfühlen, dann sind wir in so einer Anbindung zu was Höherem, was uns irgendwo lenkt. Und wenn wir uns davon lenken lassen, dann kommt schon das Richtige. Auch wenn unser Verstand das gerade gar nicht so toll findet. Ich will mal ein Beispiel erzählen. Ich habe heute Morgen eine ganz, ganz tolle Nachricht bekommen. Und zwar war ein Pferd im Frühjahr ein 20-jähriges kerngesundes Pferd auf der Weide so geschlagen worden, es musste am gleichen Tag noch eingeschläfert werden. Und die Besitzerin war natürlich völlig außer sich und fix und fertig. Und die Cousine von der Besitzerin, mit der bin ich in Kontakt. Und die hat dann gesagt, Mensch, kannst du mal eine Tierkommunikation machen? Und da kam als wichtiger Satz, es wird Platz für neues Leben. Es soll Platz für neues Leben. Neues Leben wartet schon, dass es Raum findet in diesem Umfeld. Und dann sagt mir diese Cousine, sagt sie, weißt du was? Die wollte schon immer, die möchte gerne ein Baby bekommen. Und in der Ehe, die sind jahrelang wartend darauf, dass sie schwanger wird. Und es passiert nichts. Und es war jetzt auch vom Alter her so, dass es auch mal langsam so ein bisschen Zeit wird. Und heute Morgen, das ist jetzt, es war im Februar, heute Morgen kriege ich die Nachricht, sie ist in der 8. Woche schwanger. Ja, und das Pferd hat gesagt, das neue Leben wartet, ich mache Platz. Na, lad es ein. Sei offen dafür. Ja, solche Sachen passieren. Ne? Und dann auf einer höheren Ebene ist alles richtig so, wie es ist. Ja. Ja, ich würde gern noch mal eine Sache sagen, weil das ja noch mehr Menschen dann sehen, dieses Video. Es gibt Einzelfälle, wo Aufstellungsarbeit nicht funktioniert. Und zwar, wenn jemand Psychopharmaka nimmt. Dann funktioniert es, je nachdem, wie stark die sind, aber erfahrungsgemäß eher weniger oder gar nicht. Und natürlich Einfluss von Drogen und Alkohol, dann braucht man auch nicht anfangen. Ich will es einmal nur sagen, einfach der Vollständigkeit halber, dass das mal gehört wurde. Auch wenn einige von euch ja auch Klienten haben,
und wissen, die nehmen Psychopharmaka oder merken, die Arbeit funktioniert irgendwie nicht mit denen, dann kann man mal fragen, nimmst du da irgendwas ein, was deine Wahrnehmung beeinflusst? Weil dann kann man diese Arbeit tatsächlich nicht machen. Und was auch gut ist jetzt in dem Rahmen, ich bin ja kein Psychologe oder Therapeut, mir geht es um die Pferde. Wenn in meiner Arbeit jemand an Themen kommt und das passiert, die irgendwo traumatisierend waren, dann gebe ich das auch ab. Dann habe auch schon zwei Fälle gehabt, die sind dann zu Therapeuten gegangen und das war alles gut hinterher. Ne? Weil da bin ich dann raus, da hört mein Bereich auf. Ich gucke, dass das, was sich aufs Pferd auswirkt, dass das hilft. Aber wenn es beim Menschen zu tiefe Themen kommen, dann achte ich weiter aufs Pferd und die Person kann dann sich vor Ort auch Hilfe holen für das Thema. Ja. Das war mir auch nochmal wichtig. Ja. Sind jetzt noch weitere Fragen gekommen? Da habe ich noch eine Frage. Ja. Und zwar habe ich mit meinem Hund, den ich seit 2 Jahren aus dem Tierschutz habe, der auf der Straße gelebt hat, seit einem Jahr ein Problem. Er ist am Anfang 1,5 Stunden mit uns spazieren gegangen. Es war überhaupt kein Problem, dass wir gesagt haben, wo es lang geht. Und vor einem Jahr hat er angefangen, so richtig auf stur zu schalten. Er will nur noch dahin, wo er hin will. Mhm. Und da er gute 30 Kilo Lebendgewicht auf die Waage bringt, kann ich ihn nicht unter den Arm klemmen. Mhm. Jetzt, wenn ich die Lösung einlade, wäre das für mich dann auch eine Möglichkeit, dass sich da was tut? Immer, immer. Also ich hatte ja eben schon erzählt von diesem Hund mit der Leinführigkeit. Mhm. Genau. Du hast jetzt ja diese Übung gemacht mit dem Gegenüberstellen. Du kannst dich jetzt weiter fortsetzen, indem du weißt ja jetzt, wer wo liegt, indem du dich draufstellst und innerlich stellst du dir vor, der steht dir gegenüber und du sprichst mit ihm. Und da ist dann der Übergang zur Tierkommunikation. Mhm. Deswegen verbinde ich das beides so gerne, weil diese einfache Übung, die wir gemacht haben, ist im Grunde auch schon Tierkommunikation. Wenn wir da jetzt länger drin bleiben, ist das im Grunde das Gleiche. Also stellst dich auf beide Zettel und auf deinem fragst du ihn dann, sag mal, gibt es einen besonderen Grund? Darf ich erfahren, warum du das machst? Und dann kommst du in so ein nettes Gespräch und kannst ihm ja auch erklären, warum du jetzt einen anderen Weg gehen möchtest und warum es gut wäre, dass er den mitgeht. So, irgendwie. Gespräch ja, ausprobieren. Okay, gut, mache ich. Danke. Ja. Bin ich gespannt. Ja, du kannst ja dann auch Schritte machen, Zwischenschritte, dass du erstmal das machst und wenn du merkst, dass da passiert noch nichts, dann lädst du eine Lösung ein, wie auch immer. Mhm. Ja? Gut. Und wenn du so noch Fragen hast, schreib mir gerne eine E-Mail. Das kann natürlich auch sein, dass da irgendwas Größeres angetriggert wird, wo du jetzt noch nicht drauf kommst. Ne? Dass irgendwann du mal so warst oder jemand sich dir gegenüber so verhalten hat. Ich spinne jetzt mal rum, vielleicht warst du schon mal verheiratet und dein Mann ist so eigene Wege gegangen und jetzt wiederholt der Hund das so. Nur mal um so Beispiele, wo man überall hinterkommen könnte. Ne? Ja. Und vielleicht fällt dir da irgendwas ein, wo es schon mal eine Situation gab, wo jemand, der, wo du dachtest, dass die Person sollte mir folgen und es war dann andersrum. Okay, ja. Und dann kann man, ist der nächste Schritt, diese Verbindung sich anzugucken von früher. Mhm. Ne? Und dann kann man die lösen und dann mal gucken, was passiert jetzt mit dem Hund. Mhm. So sind diese Verbindungen und man hangelt sich durch. Das ist manchmal Detektivarbeit. Ja, ja. Aber es führt immer zu irgendeiner Form von Veränderung. Das ist spannend. Total, total. Deswegen mache ich das, weil ich liebe Spannung und bin schon so über 20 Jahre jetzt damit so verbunden. Ich kann mir es gar nicht mehr ohne vorstellen. Ja. Schön.
Ja, und was halt schön ist, wenn man dann jemand hat, wenn ich jetzt was habe, wo ich merke, auch da kann ich nicht alleine, das ist zu bewegend für mich, dann habe ich immer eine Freundin, hey, kannst du mal, ja klar, heute Abend, dann mach mal Zoom an und dann hat jeder hat dann irgendwas und dann stellt der eine für den anderen auf und wir tauschen quasi unsere Probleme und dann erzählen wir, hey, das war so, wir kommen immer auf eine Lösung und das finde ich so toll. Deswegen finde ich das so schön, das dass wir in so einem Kreis gleichgesinnter sind. Ja. So. Danke, Maria. Gerne. So. Wenn jetzt keine weiteren Fragen sind oder jetzt im Moment noch nicht, dann ist mir gerade so gekommen. Wir haben nächsten Donnerstag wieder einen Übungsabend und ich würde mich total freuen, euch dazu einladen zu dürfen. Und da können wir nämlich solche Themen weiter fortsetzen. Da ich habe euch ja jetzt alle erfasst in einem Verteiler. Ich schicke euch eine Einladung, einen Einladungslink. Da seid ihr alle herzlich eingeladen, also einen richtigen Übungsabend, wo dann auch ein bisschen mehr Zeit für eine Aufstellung ist, auch mehr reingegangen wird. Da seid ihr herzlich eingeladen. Da sind dann auch einige von denen, die schon mehr Erfahrung haben. Und dann könnt ihr mal sehen, wie wir da so vorangehen. Ja, super. Das war sehr, sehr schön mit euch. Ich werde jetzt erstmal das Video stoppen. Also fürs Video, für alle Videoleute, meldet euch. Meine Homepage habt ihr. Und ich freue mich, von euch dann noch zu hören. Das ist jetzt wieder die Technik. Moment, wo haben wir es denn? Das habe ich befürchtet. Jetzt kriege ich das Video gar nicht aus. Wo ist denn der Knopf?